Hallo, herzlich willkommen bei Radfahren Hinterland. Ja, das letzte Video, was ich hochgeladen habe, war so ein kleines Infovideo. Ich hatte Probleme an meinem Kiefer, eine Infektion. Und ich muss sagen, das hat mich jetzt fast einen Monat außer Gefecht gesetzt. Auch weil ich Antibiotikum nehmen musste. Und jetzt fange ich langsam wieder an zu trainieren auf dem Rad sozusagen. Und es ist wirklich ärgerlich. Ich hatte so schön einen Fitnessstand erreicht, also immer in Relation zu mir erreicht. Und habe ja sogar die 100 Kilometer geknackt dieses Jahr. Und jetzt bin ich wieder so zurückgeworfen. Ich denke mal, da ist jetzt wieder einiges aufzuholen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt sofort wieder eine 100 Kilometer Tour fahren könnte. Naja, egal, ich fange jetzt wieder langsam an. Und ja, habe mir gedacht, heute nehme ich euch mal mit auf eine kleine Trainingsrunde hier. Mal schauen, was so passiert auf der kleinen Tour. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Bis gleich. Na, ihr Süßen? Ja. Ja, meine Freunde, die Steigung ist geschafft. Weiter hoch fahre ich heute nicht. Und jetzt werde ich das Heimbachtal wieder runterfahren. Und diesmal klemme ich euch auf den Lenker, damit ihr ein bisschen Fahrfeeling bekommt. We'll be right back.
Ja, meine Freunde, ich bin gerade mal ein Stück Richtung Lausfeld hochgefahren. Einfach mal, um zu sehen, was machen die Beine. Hier habe ich ja hochgeschoben auf meiner 100-Kilometer-Tour, da diese Steigung hier ziemlich am Anfang ist von meinen Touren und man noch nicht so warm gefahren ist. Jetzt bin ich mal ein Stück hochgefahren und hier ist so ein kleiner Rastplatz. Ich glaube, die Weifenbacher nennen das am Pilz. Und hier mache ich jetzt mal ein ganz kleines Päuschen. Ja, ist eigentlich ein schönes Eckchen hier. Jetzt, wenn man so geschwitzt ist, ist es hier ein bisschen schattig. Aber, ja, besser als jetzt in der prallen Sonne zu sitzen. Ja, was habe ich jetzt noch vor auf meiner Tour? Ich werde jetzt gleich mal hier diesen Waldweg lang fahren. Der geht nachher um den Hohenberg. Und dann fahre ich nachher, mal sehen, durch den Wald zurück nach Hause. Ich weiß, für den einen oder anderen wird das wahrscheinlich ein langweiliges Video, aber ich habe einfach mal wieder Lust zu filmen. Und ja, wie lange bin ich jetzt unterwegs? 1 Stunde 9 Minuten und bin 15 Kilometer gefahren. Finde ich gar nicht so schlecht. Dafür, dass es hier immer wieder heftige Steigungen teilweise gibt. So, bis gleich. Ich melde mich gleich wieder. Ich mache jetzt ein kleines Päuschen. Ja, meine Freunde, ich fahre jetzt schon eine ganze Zeit hier durch so einen wunderschönen Wald. Und es ist schön zu sehen, dass es auch noch Fichtenwald gibt, der noch intakt ist. Das liegt aber hier dran, dass das hier in so einem geschützten Tälchen ist und hier ist eine sehr feuchte Gegend. Und ja, die Fichten hier sind noch alle in Ordnung. Man sieht es hier auch auf dem Weg. Ziemlich viel Pfützen noch zu sehen. Das bestätigt das, was ich gerade gesagt habe. Hier ist halt so eine feuchtere Ecke. Ja, im Übrigen für alle, die sich hier auskennen, das ist der Hohe Berg.